Herzlich willkommen zum Tutorial für Duolingo für die Schule. In diesem Tutorial werden wir uns die Funktion ansehen, die Duolingo bietet, um es im Sprachunterricht in der Schule zu implementieren. Als ersten Schritt loggen wir uns unter schools.duolingo.com ein. Als angehende Lehrer wählen wir dann die Lehrerrolle aus. Nun können wir ein Klassenzimmer erstellen unter Create a Classroom. Hier können wir dem Klassenzimmer einen Namen geben und die zu unterrichtende Sprache und die Ausgangssprache unserer Schüler wählen. Anschließend können wir entweder unter Share Classroom Link einen Link mit den Schülern teilen, damit sie dem Klassenzimmer beitreten können, oder wir können unter Create Accounts for My Students für jeden einzelnen Schüler ein Konto erstellen. Nun können wir optional auch noch die E-Mail-Adressen unserer Schüler hinzufügen. Damit die Schüler dem Klassenzimmer beitreten können, können wir die PDF mit der Anleitung, um dem Klassenzimmer beizutreten, herunterladen und den Schülern zuschicken. Nun ist das Klassenzimmer erstellt. In der Übersicht unseres Klassenzimmers können wir nun alle Schüler und ihre Leistungen betrachten. Wir können sehen, ob sie ihre Aufgaben rechtzeitig erledigt haben oder verspätet oder gar nicht. Unter More Details, Activity Details können wir die Lernaktivitäten unserer Schüler betrachten und diese auch als Excel-Datei unter Spreadsheets herunterladen. Unter More Details, Course Progress können wir sehen, welche Einheiten von welchen Schülern bereits bearbeitet wurden. Links unter Assignments können wir unseren Schülern Hausaufgaben aufgeben. Sie sollen entweder Punkte sammeln oder eine bestimmte Einheit bearbeiten. Beispielsweise sollen sie die Einheit zu Farben bearbeiten. Wir können ein Startdatum angeben und ein Enddatum, zu dem die Hausaufgabe fällig wird. Damit die Schüler ihre Hausaufgaben nicht vergessen, können wir ihnen noch eine Erinnerung zuschicken. Alternativ können wir auch die Hausaufgabe löschen oder wir können die Hausaufgabe noch einmal bearbeiten. Unter Spanish Curriculum können wir sehen, welche Einheiten welche Vokabeln beinhalten. Und anschließend können wir auch eine bestimmte Einheit unseren Schülern als Hausaufgabe aufgeben. Unter Class Activities können wir mit Hilfe eines Projektors im Unterricht die Einheiten gemeinsam mit den Schülern bearbeiten. Unter Classroom Settings haben wir noch einmal Zugriff auf den Code des Klassenzimmers. Wir können den Namen des Klassenzimmers ändern und die Sprachen nochmal neu wählen. Unter Privacy Settings können wir ein Diskussionsforum aktivieren. Und wir können auch alle Wörter aktivieren, dann wären zum Beispiel Wörter wie Wein oder Bier Teil des Curriculums. Zu guter Letzt können wir unter Delete this Classroom dieses Klassenzimmer löschen, falls wir es nicht mehr brauchen. Mein Fazit für Duolingo für die Schule fällt insgesamt gut aus. Man kann Duolingo sehr gut als Ergänzung für den Unterricht verwenden. Es hat leichte Aufgaben für die Schüler. Es hat auch einen spielerischen Aspekt und man kann das leicht am Tablet herunterladen und bedienen. Des Weiteren kann man als Lehrer die Aktivitäten der Schüler verfolgen und man kann denen auch Hausaufgaben aufgeben. Was ich auch sehr praktisch finde, ist, dass man auch Lektionen gemeinsam in der Klasse bearbeiten kann. Ein kleiner Nachteil wäre, dass die Sätze von Duolingo vorgegeben sind, aber man kann auch sich einen Überblick verschaffen über das Curriculum, also welche Wörter in welche Einheit beigebracht werden. Falls ihr noch Anregungen habt oder etwas unklar war, dann schreibt mir doch gerne in die Kommentare. Viel Spaß beim Unterrichten mit Duolingo für die Schule.